Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Workers and Resources. So ist das. Wir sind gut am Start. Und ich sehe gerade aber, dass wir hier unseren Kornspeicher leeren. Aber ich glaube nicht, dass wir den so weit geleert kriegen, dass wir das später alles wieder da reinkriegen. Also das wird, glaube ich, echt schwierig. Und mir stellt sich die Frage, warum... Ah, da kommt... Da kommt ein Autochen. Das ist schon mal sehr gut. So, wir haben jetzt gerade aber wieder wegen fehlendem Arbeitsplatz. Ein bisschen Arbeitslose. Aber warum haben wir so viele Arbeitslose? Was ist denn da los? Generell bin ich alles hier... Guck mal, das Fernwärmerohr liegt. Das liegt auch. Das liegt auch. Das wird gerade gebaut. Aber das Ding wird dann wahrscheinlich gleich keinen Strom haben, würde ich behaupten. Aber das kriegen wir auf jeden Fall... denke ich, noch geregelt. Wir haben da nämlich noch einen Anschluss. Gut. Aber lasst uns trotzdem mal gucken, dass wir vielleicht auch hier hinten noch mal eine Straße runterziehen, glaube ich. Dann nehme ich aber jetzt erstmal hier eine normale Totterpiste. Die wird dann später ausgebaut. Da und dann ziehen wir die einfach da rein, würde ich sagen. Oh, warte. Ja, warte. Das machen wir. Bis. Haben wir da schon eine Kiesstraße? Nein. Okay, perfekt. Dann können wir die nämlich jetzt einfach hier verbinden. So, und gut ist. Dann läuft das nämlich auch. Und dann mache ich aber, glaube ich, hier vorne... machen wir noch einen Transformator irgendwo hier hin. Machen wir ruhig einen großen hin. Sei uns gegönnt. Boah, 238.000 Minus, ey. Ja gut, ich habe die große Gleisbaumaschine gekauft, ne? Die hat natürlich ordentlich reingehauen. Leute stehen da. Alter, was ist da los? Nehmen wir aber auch fast 2000 Einwohner, ne? Guckt euch das an, ey. 409 mit Unianschluss, 1000 so. Alto Belli. Fast 12.000 Rubel. So, jetzt mal kurz gucken, wie sieht es denn so geldtechnisch aus. Also wir könnten uns noch 800.000 leihen, das wäre nicht das Problem. Problem sehe ich gerade natürlich nur, es wird gerade teuer. Das liegt aber auch daran, dass wir gerade hier
das Fernwärmerohr bauen, weil jetzt gucken wir, was hier im Material reingeht. Also wie viel Stahl da reingeht, da ist aber jetzt alles Gott sei Dank da. Das wird nur quasi das Lager noch aufgefüllt. Dann müssen wir hier das Abwasserrohr noch legen. Und das ist aber auch, glaube ich, das geringfügigste Problem. Denke ich. Na, warte mal. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Ich wollte es gucken. Schon mal bauen, dann bauen wir gerne das Abwasserrohr, wenn das hier fertig ist. Aber ich bin auch, glaube ich, hier hinten am Dingens am Bauen, ne? An meinem Kieswerk, ne? Ja, das ist ja gerade auch ein bisschen Material. Na, den müssen wir dann auch noch fertig bauen. Aber wir können auch hier dann direkt mit dem Zug entladen. Das ist richtig gut. Dann können wir da nämlich auch noch ein bisschen Geld machen. Ja, ich weiß, Geheimpolizei müssen wir noch bauen. Lass uns da schon mal gucken, dass wir die schon mal irgendwo hin. Polizei, Gerichtsgefängnis, Geheimpolizei. Haben wir die kleine, die sollte reichen, denke ich. So, pass auf, dann machen wir das. Wasser ist drin, Strom ist drin, Heizung ist drin. Einzige, was nicht drin ist, Müll. So, das wird erstmal ausgesetzt. Was haben wir denn diesen Monat schon wieder importiert? Hier, lass mal gucken. Import. Ganzen Haufen an Stahl, ey. Vielleicht kriegen wir das ja noch ein bisschen zurechtgerückt. Weil das Problem ist, dass hier schulden wir noch 1 Million, die wir abzahlen müssen. 1 Mille. Und das ist ja nicht gerade wenig. Und ich möchte jetzt an sich eigentlich erstmal gucken, dass wir mit LKWs erstmal so viel exportieren, dass wir das auch auf die Reihe kriegen. Aber ich glaube, das wird schwierig, glaube ich. Aber gut, der Frühjahr ist ja auch wieder vorbei. Also wir machen unser Geld quasi gerade mit Kleidung, was ja auch an sich ganz gut läuft. Wir könnten den Output natürlich noch ein bisschen erhöhen, das ist klar. Und wir hauen eventuell auch ein bisschen Dingens raus. Sind Stoffe. Also ich glaube, wir sollten, um den Output noch zu erhöhen, noch mehr. Also wir müssen noch eine zweite und die Kleidungsfabrik auf jeden Fall noch bauen. Aber dann brauchen wir natürlich auch viel, viel mehr Personal, ne? Das ist natürlich auch klar. Temperatur im Gebäude zu niedrig. Dann sind wir noch nicht fertig, oder was? Ne, anscheinend sind wir noch nicht fertig. Liegt aber auch daran, weil hier wahrscheinlich kein Strom ist, ne? Genau, das ist ja das, was ich eben sagte. Dann müssen wir jetzt dann kurz einmal hier ein kleines Umspannwerk hinbauen. Mal kurz eben hohe Priorität geben und dann sollte das kein Problem sein. So, hier sind wir auch fast fertig. Das sieht gut aus.
Genau, aber was mir gerade einfällt, eine Sache, was wir noch machen müssen. Ich muss noch einen Bus kaufen. Ich muss noch einen Bus kaufen, tatsächlich. Sonst wird das nichts. Das ist sonst ein bisschen doof. Aber die Frage, wofür muss ich einen Bus kaufen? Ich habe doch hier die Linie. Da werden gar nicht alle Arbeiter rausgebannert. Dann kamen die doch hier oben hin, weil hier oben brauche ich auch nicht so viele Arbeiter. Wir warten mal ab, bis das Ding fertig ist. Und dann muss ich hier noch die Bushaltestelle bauen und fertig. Genau. Aber die Bus, die Haltestelle und wo mal hier. Dann können wir die Haltestelle aber auch schon mal bauen. Na, jetzt gibt es einen kurzen Grafikbug, aber alles gut. Bus. 52.000 haben wir schon exportiert. Wir sind hier wieder bei 8%. Hier kommen gleich zwei LKWs zum Aufladen. Ist gerade ein Bus gekommen, wir sind jetzt bei 6%. Ja, das Problem ist, wir brauchen natürlich auch verdammt viele Chemikalien. Ne? Das heißt, wir müssen danach gucken, auch irgendwie mal den Chemikalienverbrauch mal runterzukriegen. Haben wir da schon irgendwelche Möglichkeiten? Für Chemie haben wir noch gar nichts, ne? Chemieanlage. Kohlemine, Öl, Raffinerie, ja, dann müssen wir auch noch mal gucken, das wird auch noch recht lustig. Fehlende Ressourcen, Elektronik, ja, hier hinten, ne, weil hier noch viele Stoffe drin sind, die wir gerade aktuell nicht brauchen. Ja, guck mal, hier brauchen wir maximal 15 Arbeiter. Dann nehmen wir das einfach in die Linie mit auf. Das Gebäude hat kein Trinkwasser. Aber ich habe doch hier einen Anschluss hingestellt, oder nicht? Das ist Abwasser. Hier müssen wir noch Trinkwasser legen. Okay, warte, 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 das kriegen wir auch noch hin. Da wir das jetzt hier gerade noch nicht brauchen, da ist ein Wasseranschluss. Das heißt, dann können wir das einfach hier rüberziehen, ne? Dann lege ich aber hier drüben noch eine Kreuzung hin. Und doch eine Scheiße nach der anderen, ehrlich. Gibt aber keine Kiesstraße, ne? So. Dann legen wir hier rüber mal kurz die Wasserleitung. Weil da brauche ich ja keine Pumpe, weil ich da ja ein Ding ins gebaut habe. Guck, dann kann der ganze Rest auch gebaut werden. Aber das hier gibt erstmal eine hohe Priorität. Das Abwasser gibt erstmal eine niedrige Priorität. Niedrig. Niedrig. Genau. So, ein Wasseranschluss. Den bauen wir dann hier hin. So. Aber
Das Schöne ist, wir können ja an sich eigentlich auch ohne Trinkwasser arbeiten. Das ist nicht weiter schlimm. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, nehmen wir uns die Linie. Und werden einen neuen Halt hinzufügen. Nehmen dafür diesen Halt hier. Na, wir lassen das bei einem Fahrzeug. Und dann können wir das Ganze auch hier mal demonstrieren. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Na, kein Bauamt in Reichweite, warum auch immer. Aber das ist erstmal eigentlich unwichtig, weil die können trotzdem darüber zu Fuß laufen. Also das spielt keine Rolle. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken, ob irgendwo hier ein Bus ankommt. Na, letzten Monat 75.000 exportiert. Gucken, wo ist die Werkstattlinie? Da ist die Werkstattlinie. Wo ist der Bus? Da ist der Bus. Fehlende Ressourcen, Bruchstoff. Ich wollte es gucken. Manchmal bin ich auch bräsig, ne? Ich meine, wir schlagen uns wacker, ne? Also wir machen zwar noch nicht ganz so viel Plus, aber wir sind hier gut auf 6% wieder runtergefallen. Wir brauchen halt einfach einen scheißen viel Chemikalien, ey, das ist echt das Problem. Aber ich könnte doch hier auch Chemikalien zwischenlagern, oder? Könnte ich ein bisschen den Output erhöhen, glaube ich. Das könnte auch funktionieren. Wir haben noch drin 81%. Also wir kriegen dadurch nicht alles wirklich leer. Absolut nicht. Das Problem ist natürlich jetzt, das ist verdammt viel Arbeit. Ne, Wasser, Abwasser. Alles, was mir nicht so gefällt. Ja, jetzt brauchen wir nur noch einen Bus, der hier arbeitet. Wie sieht's aus? Was machen die an? Können wir nochmal einen Container platzieren? Bauen einen kleinen, ne? Ja, wir gucken mal, wie das Ganze sich entwickelt. Ich glaube, da kommt ein Bus, aber der hat keine Arbeiter dabei. Ach, der holt gerade jetzt welche. Ja. 94.000, das ist nicht gut. Wir bewegen uns langsam Richtung Ruin. Aber wir können... Ja. Es wird tricky. Es wird verdammt tricky. Also wenn wir noch ein bisschen durchhalten, wäre es gut. 900.000 könnten wir den abbezahlen. Dann ist der komplett weg. Und dann könnte ich einen größeren wieder aufnehmen, glaube ich. Wir versuchen doch mal durchzuhalten ein bisschen. So,
brauch schon verdammt viel Sondermüll hier, ey. Ah, so, jetzt guck mal, jetzt läuft hier auch Bruchstein hier. Guck's dir an, so, jetzt können wir erstmal Folgendes machen. Eigentlich kann das Ding ja später abgerissen werden, aber das ist erstmal egal. Fahrzeuge. Wer ist denn dafür zuständig? Er ist zuständig, ne? Ja, aber wie gesagt, das können wir eigentlich beladen. Können wir jetzt herausnehmen, ne? Das heißt, wir beladen jetzt hier am Kieswerk mit Kies und entladen das am Schüttgutlager. Und da, an der Stelle, genau. Da wird es quasi entladen. Dürfte eigentlich problemlos funktionieren. Dann die Frage, haben wir das hier vorne? Da ist nur für Kohle zuständig. Ne, okay. Das läuft also über die beiden, alles klar. So, dadurch haben wir jetzt schon mal Kies ein bisschen minimiert. Das heißt, der fällt schon mal raus. Den können wir dann nämlich jetzt sogar eigentlich verkaufen, tatsächlich. Aber das Problem ist, den kriegen wir natürlich nicht verkauft. Warum kriege ich das jetzt hier nicht zugewiesen? Ach, das ist doch, manchmal ist das echt so lachhaft, ne? Ja, aber ich will da keine Dinge zusammen. Ich muss den Kiesweg ja sowieso nicht upgraden. Dann machen wir den so. Und den dahin. Und dann kannst du den Kiesweg bitte auch mal bauen. Danke sehr. So, jetzt haben wir natürlich kein Ding jetzt hier. Keine Arbeiter, das ist aber nicht mehr das Schlimme. Aber da kommt der Bus, der hat noch 12 Arbeiter dabei, das reicht dicke. Kein LKW unterwegs, ne? Boah, das ist teuer, ey. Ey, wir haben Plus gemacht, wir haben Plus. Fast Plus. Hier, die ballern durch, ey, das ist. Boah. Und dann können wir jetzt nach und nach das Ganze dann bis vorne hin fertig bauen. Haben wir eine Entladestation für LKWs gebaut? Nee, ne? Nö. Gut, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Da fehlen noch Plattenbauteile. Aber eine Sache würde mich jetzt interessieren. Haben wir jetzt hier genug? Ja, fehlende Werte, aber warum? Wahrscheinlich, weil die alle reinwandern und die nicht genug produzieren, Anführungszeichen. Wir könnten dann natürlich mehr Busse draufsetzen. Aber ich würde sagen, wir machen das. Ach nee, warte mal.
Genau, die entscheiden selbst am besten. Dann teilt das Ganze sich nämlich. Und dann kriegen wir nämlich auch ein bisschen Wert da rein. Aber das kann natürlich sein, dass ich dann auf der Gefängnislinie vielleicht noch ein, zwei Busse mehr draufsetzen muss. Was glaube ich gar nicht so schlecht wäre. Das ist die Klärwerke, ne? Ja, komm, ich habe hier noch ein Wurzel über. Ich habe da jetzt vier Stück drauf. Lass uns da ruhig nochmal erstmal einen draufsetzen. Kann nicht schaden. Genau. Aber an sich, wo können wir denn die Jungs arbeiten lassen hier? Temperatur im Gebäude ist zu niedrig. Warum ist die Temperatur im Gebäude zu niedrig? Achso, weil ich hier noch keinen Strom angeschlossen habe. Richtig, wollen wir kurz Pause machen. Einmal. Zweimal. Vielleicht sollten wir hier auch ein bisschen Treibstoff mit reinpacken, ne? Man muss den Bagger nämlich nicht wegfahren. Würde die Sache ein bisschen vereinfachen tatsächlich. Ah, ja, na guck mal, plus gemacht. 6.000, 15.000, super. Perfekt. Können das Ganze noch ein bisschen hinauszögern, das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, jetzt haben wir auch den Vorteil, dass wir keinen mehr kaufen müssen. Ich meine, der Kies ist jetzt auch nicht so teuer, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Genau, weil dann kann der nämlich direkt durchballern. Das Ding ist auch gebaut. Jetzt müssen wir natürlich dann später alles für den Zug auch fertig machen, ne? Das ist klar. Wir könnten dann natürlich jetzt, was kriege ich denn jetzt für Kies, wenn ich das exportiere? Ich meine, es ist nicht viel, aber 10 Rubel pro Tonne. Gut, wenn du dann natürlich, ne, 25 Tonnen da rausballerst. Ich meine, wir könnten natürlich auch dies entladen, ne? Müssen dafür nur im Kieswerk aufladen. Ja, ich sag mal so 30-40%, über 50% hätte ich gerne immer drin. Können wir darüber schon mal ein bisschen Geld machen. Es wird nicht viel sein, aber es ist ein bisschen was. Genau. Wir gucken mal. Das Aufladen dauert auch schon Ewigkeiten, ne? Das muss mit dem Zug wegballern, ey. Ja, und das definitiv, ey.
Jetzt muss man den Zug wegballern. Sonst wird das, glaube ich, auch echt nichts. Ja, wir müssen hier das hier fertig kriegen. Müssen wir eigentlich angehen, ey, dass wir die zwei, dass wir noch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt schon 18.000 Rubel plus gemacht, ne? Ja, wir halten uns wacker, das ist aber, sollte nicht das Wahre sein eigentlich tatsächlich. Aber wichtig ist, dass hier alles ganz gut läuft, ne? Aber das sieht momentan erstmal ganz gut aus. Ja, die Temperatur ist auch noch ein bisschen gering. Ja, aber ich denke, mit den 5 Bussen komme ich gerade ganz gut klar. Oh. Okay, schön ist was anderes, ne? Sind die ja nur hier am Exportieren und machen mir das Ding ja quasi gar nicht mehr voll eigentlich, ne? Aber an sich ja nicht auch egal. Wir warten mal ab. Na, da ist schon überall wieder ausgesät, das ist schon mal gut. Bei 73%, der ist dicke voll. An sich sind wir viel zu viel. So, wie sieht's aus mit Stromkabel? Ja, ein bisschen Personal fehlt noch, ne? Hat er jetzt gerade eingesammelt. Ja, dann wäre jetzt ja an sich eigentlich schlau, wenn wir vielleicht das hier schon mal legen würden. Ja, aber man müsste auf jeden Fall erstmal ein paar Gleise setzen, ne? Nicht Gleise, ein paar Signale setzen. Genau, auf jeden Fall muss hier denn überhaupt für Signale? Okay, da muss ich mal Doppel das Zugsignal, Zugsignal platzieren. Aber rein theoretisch. Muss ich den ja da machen und den ja an sich eigentlich auch hier machen. Beiden Richtungen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das auf die Reihe kriegen.
Ja, das Gute ist, sie hauen hier auch nochmal 5. So, da fällt gerade einer weg. 266 Rubel, ne. Es ist nicht viel, aber. Das ist ein bisschen was. Mehr geht hier gerade auch nicht raus. Also, wir schlagen uns wacker. Das ist erstmal das Wichtigste. Geldtechnisch. Dann fast wieder eine Million aufnehmen, also. Das ist okay. Wir haben noch 2 Millionen Schulden. Ah, ich dachte, eine Mille können wir jetzt wieder aufnehmen. Morgen Verliegerbetrag 2000. Ja, das ist alles. Aber wenn wir es schaffen, uns noch so ein bisschen zu halten. Wie gesagt, an sich würde ich ganz gerne den Output ein bisschen erhöhen. Wir haben jetzt keine großartigen Baustellen, glaube ich. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir tatsächlich jetzt die zweite Bekleidungsfabrik bauen. Genau. Und dann müssen wir noch mehr Output rausballern. Weil das hat jetzt Priorität. Wir müssen viel, viel mehr bauen. Also, Kleidung herstellen. Genau. Sollen die das mal in Ruhe jetzt fertig machen? Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Ein Trägerchen. Cool. So, hier ist wieder 98%. Hier ist auch schon 52%. Vielleicht müssten wir noch eine dritte Müllhalde bauen. Also zwangsläufig werden wir wahrscheinlich hier unten dann auch noch einen Bus mehr einsetzen müssen, damit wir das ganze personaltechnisch auch auf die Reihe kriegen. So, Kies ist schon mal da, das ist gut. Jetzt fehlt noch Beton und Asphalt tatsächlich. Was habe ich jetzt hier eigentlich eingestellt bei den Jungs? Ab 40% können die beladen, ne? Mit den Stoffen, genau. Bisschen Beton fehlt noch und noch ein bisschen Asphalt. Dann ist der erste Schritt schon mal erledigt. Konnte keine Kultur genießen, Regierungsloyalität, bla bla bla, das übliche halt. Dafür wäre natürlich jetzt hier die Geheimpolizei nicht schlecht, ne? Komm, nehmen wir die auch direkt mit da rein. Und dann können wir ein bisschen was an der Regierungsloyalität arbeiten. Und wir brauchen dringend mehr Blöcke. Wir haben, glaube ich, einen Überschuss an Bevölkerung. Das ist der brutale Wahnsinn. Schitte, Schitte, Schitte. So, den dahin. Dann lass uns mal hier kurz ein bisschen ein, zwei logistische Sachen noch machen.
Der wandert dahin, ne? Der kommt da natürlich nicht rum, das ist klar. Können wir den gerade hier rausziehen und dann da rein machen? Ja, das geht. Und dann lass uns hier hinten. Den dahin machen. Den hier gerade durchziehen. Den hier. Den nach da. Und den noch nach da. Genau. Und dann können wir den, wenn das fertig ist, bei Gelegenheit auch bauen. Sehr gut. Er verkauft wieder. Sehr schön. Gut. So, wie sieht es hier aus? 23%. Gut, würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal Schicht im Schacht. Und nächste Folge geht es dann mal weiter mit, ja, Wohnraum schaffen, weil die Leute scheinen anscheinend sich wohl doch ganz wohl bei uns zu fühlen. Einzige, was wir ein bisschen haben, ist Kriminalität. Da können wir aber noch weiter dran arbeiten. Konnte keine Kirche besuchen und können keinen Sport treiben. Das ist alles Sachen, da kann man ein bisschen dran arbeiten. Kriegt man alles hin. Im Groben und Ganzen läuft gerade eigentlich ganz gut. Na, also ich weiß nicht, wie wachstumstechnisch sind wir bei 50%. Und der Kornspeicher wird gerade gut geleert. Also da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel Luft nach oben. Und ich sag mal, wenn wir noch 20% runterkriegen, bis wir das erste Mal ernten, ist eigentlich ganz gut. Dann kommt dieses Jahr vielleicht mal die ganze Ernte rein. Aber das gucken wir dann mal. So, jetzt fehlt hier noch wieder Beton, Stahl, Ziegel und Bretter. Und dann geht das Ganze auch weiter vorwärts. Und dann können wir noch ein bisschen mehr Kleidung machen. Das ist gut. Vielleicht kriegen wir das noch hin, ohne noch einen neuen Kredit aufzunehmen. Müssen wir mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, liebe Freunde, haut erstmal rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.